meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es meine aktuelle Morgenroutine geben. Die habt ihr euch nämlich gewünscht und natürlich startet der Morgen auch bei mir erstmal damit, dass ich wach werden muss. Leider, ich ziehe mir dann erstmal meine Socken an. Wir tragen im Haus nämlich keine Hausschuhe. Als nächstes mache ich die Jalousien hoch, damit schön die Sonne reinkommt und damit ich wach werde. Übrigens gibt es heute noch mehr Morgenroutinen und zwar von der lieben Sandy und von der lieben Göste. Da erinnere ich euch aber am Ende nochmal dran, dass ihr da unbedingt vorbeischaut. Wir machen mal hier bei mir weiter. Ich gehe dann ins Bad und mache auch hier erstmal den Vorhang zurück und genieße erstmal die Sonnenstrahlen und werde wach sozusagen. Als nächstes gehe ich zu meinem Waschbecken und wasche mir nochmal gründlich die Hände, obwohl ich mich natürlich abends abgeschminkt habe und alles, aber das mache ich halt so. Dann nehme ich ein Wattepad und trage das Micellenreinigungswasser auf, reinige nochmal mein Gesicht, obwohl ich es ja abends gründlich abgeschminkt habe, sind da immer noch mal Reste und übrigens verwende ich im Wechsel mein Rosenwasser aus der Apotheke. Im Anschluss putze ich dann meine Zähne mit meiner elektrischen Zahnbürste von Oral-B. Zu meiner Zahnpflegeroutine gibt es schon ein Video, das verlinke ich euch sehr gerne unten in der Infobox. Dann wasche ich mein Gesicht mit dem Reinigungsschaum von Dermasense. Es ist total klasse, ich liebe das total. Mein Gesicht tupfe ich immer trocken mit diesen super praktischen und handlichen Handtüchern von Ikea. Die haben genau die richtige Größe. Und ihr seht schon, was für ein Freak ich bin. Ich muss immer noch mal übers Waschbecken wischen, weil ich nämlich Wassertropfen hasse. Hier gehe ich jetzt in die Küche und lasse mir Kaffee raus. Ich gebe es nämlich zu, ich habe leider wenig Zeit zum Frühstücken, aber am Wochenende mache ich mir immer was ganz Leckeres. Dazu gibt es auch schon ein Video, ich blende es euch mal ein und verlinke es euch unten in der Infobox. Und hier bereite ich jetzt das Frühstück für meine Mäuse vor. Die habe ich natürlich in der Zwischenzeit schon geweckt, die sind mittlerweile im Bad. Und hier lasse ich jetzt, wie gesagt, Milchschaum raus. Ich mache ihnen eben ein kleines Frühstück, damit sie was Warmes in ihrem Bäuchlein haben sozusagen. Pausenbrote dürfen natürlich nicht fehlen. Auch hier bereite ich wieder einiges vor. Dann gehe ich in die Kinderzimmer und hole frische Klamotten für alle Kinder, renne ganz schnell die Treppe hoch und bereite alles auf dem Sideboard vor. Für jedes Kind ein Paket und dann geht es auch schon ab in die Schule. In der Zwischenzeit war ich natürlich auch schon in der Waschküche. Meine Waschmaschine läuft auf Hochtouren. Ich kümmere mich dann aber erstmal um die Bella und gehe eine richtig schöne lange Runde. Ich liebe es, in der Natur zu sein und ich genieße es total an der frischen Luft. Ich muss allerdings dann schon wieder zurück, weil natürlich meine Arbeit ruft. Natürlich dusche ich erst noch, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich verwende im Moment total gerne diese Duschcreme hier von Trackle Moon. Dieser Duft ist unfassbar. Zum Peelen verwende ich im Wechsel dieses hier von Annemarie Berlin und ich creme mich danach natürlich noch ein und zwar mit dieser Körperlotion von Frei. Dann gebe ich mir zwei Pumpstöße von dem Revitalift Filler auf meinen Handrücken und tupfe das auch wieder so auf mein Gesicht auf. Ich lasse das so richtig schön einwirken. Das tut meiner Haut einfach total gut. Und als Tagescreme verwende ich auch wieder aus dieser Serie von L'Oreal diese Creme. Und ich kann euch sagen, dass sie mir unglaublich gut gefällt. Sie ist sehr wohltuend, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit. Und ich finde, sie ist auch sehr gut als Make-up-Base geeignet. Wenn ich mir das dann gründlich aufgetragen habe, setze ich meine Kontaktlinsen von Alenza ein. Also die kann ich euch echt total empfehlen. Auch das Pflegemittel ist wirklich top. Dann geht's schon zu den Haaren. Und zwar trage ich mir jetzt hier gerade das Quick Dry Potion von Cloud9 auf. Wenn ihr ein separates Haarpflegeroutine-Video sehen wollt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Bevor ich mich dann schminke, kümmere ich mich erstmal um meinen Haushalt. Ich wische jeden Tag meine Küche durch und dann kümmere ich mich schon mal ums Mittagessen. Alessandro hat sich Spaghetti Bolognese gewünscht und ihr wisst, meine Tomatensauce muss 2 bis 3 Stunden köcheln. Ich mache mir allerdings einen Salat heute und dann kümmere ich mich, wie gesagt, um den Haushalt. Ich liebe es, wenn es sauber ist und alles ordentlich. Wir sind nun mal viele Personen und da fällt viel an, aber das macht mir gar nichts aus, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne putze. Ich habe jetzt einfach mal stellvertretend unser Wohnzimmer hergenommen. Ich sauge jedes Zimmer durch und mache alles ordentlich und ich mache tatsächlich jeden Tag alle Betten, weil ich es liebe, mich dann abends eben in ein gemachtes Bett zu legen. Das ist ganz, ganz wichtig und gehört mit dazu. Und dann gehe ich und suche mir was zum Anziehen, was immer so ein bisschen schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwann werde ich natürlich fündig. Ich lege mir dann alles auf dem Bett zurecht, aber mein komplettes Outfit seht ihr dann noch im Anschluss. Ich gehe dann zurück ins Bad und kümmere mich um die Haare. Und wie gesagt, wenn ihr eine aktuelle Haarpflegeroutine sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ich gehe mich jetzt aber erstmal schminken. Ich beginne mit einem Primer und zwar dem Skin Match Protect Primer von Astor. Verteile den auf meinem Gesicht
und lasse ihn erstmal einwirken. Dann nehme ich mir meine Foundation von Astor, und zwar ist das auch die Skin Matte Protect Foundation. 2 bis 3 Pumpstöße auf den Handrücken und dann verteile ich sie mit meinem liebsten Pinsel von Luvia, den habe ich euch schon gezeigt. Als Primer für mein Augenlid verwende ich den Soft Ochre von MAC und danach pudere ich mir mein Gesicht ab mit dem Backstage Powder in der Farbe Natural Beige. Ich mache das sehr gründlich, wie ihr hier sehen könnt, am Hals und sogar auf dem Augenlid, und ich kann sagen, dass es wirklich eins meiner Lieblingsprodukte geworden ist. Als Blush verwende ich von P2 aus einer LE, Catch the Glow hieß die, die 020 Beach Fever, um die gewisse Frische in mein Gesicht zu zaubern. Danach konturiere ich mein Gesicht mit dem Bronzer von Too Faced, den Chocolate Soleil, und dafür verwende ich meinen liebsten Lieblingspinsel von Zoeva zum Konturieren, und zwar ist es die Nummer 109. Danach verblende ich das Ganze, damit ich keine harten Kanten habe. Und jetzt kommen wir zu meinem Goldstückchen, meinem Becker Highlighter in der Farbe Moonstone. Den trage ich mir mit dem Fächerpinsel von Luvia Cosmetics auf. Meine Augenbrauen fülle ich mir auf mit der Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Dark Brown. Jetzt kommen wir zu meinem neuesten Schätzchen von Zoeva, die Palette Cocoa Blend. Oh mein Gott, ich liebe sie. Da nehme ich mir den hellsten Farbton und trage mir das auf mein komplettes Augenlid auf. Und danach nehme ich einen schönen braunen Ton, der super gut zu der Jahreszeit passt, und trage mir das auf mein bewegliches Augenlid. Danach nehme ich meinen liebsten Farbton. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Also es ist wirklich mein Alltags-Make-up. Ich trage den jeden Tag, diesen Look, seitdem ich diese Palette habe. Ihr könnt schon sehen, es ist ein sehr, sehr intensiver Farbton, passt aber super zu dieser Jahreszeit, wie ich finde. Diesen Farbton, den trage ich mir in mein äußeres V mit dem Luvia Pinsel. Danach nehme ich nochmal diesen bräunlichen Ton in meine Lidfalte mit dem Pinsel von Zoeva, die 231, um dem Ganzen Tiefe zu verleihen. Und um das Ganze abzurunden, nehme ich meinen abgeschrägten Evelyn Pinsel und einen sehr dunklen Ton. Am unteren Wimpernkranz trage ich mir den bräunlichen Ton dann noch auf. Und natürlich darf ein Lidstrich nicht fehlen, da verwende ich den Superwear Eye Pencil von Backstage Makeup. Und danach kommt noch der Feinschliff mit der I Love Stage Eyeshadow Base von Essence, wie ihr hier sehen könnt, damit das Augen-Make-up so richtig schön noch zur Geltung kommt. Dann tusche ich mir noch meine Wimpern mit meiner liebsten Mascara von L'Oreal, die False Lash Superstar Mascara. Die hat 2 Phasen. Die habe ich euch auch schon des Öfteren vorgestellt. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Dann kommt noch ein Lippenstift hier, der Rebel, der Rebel von MAC. Ich finde, der passt super gut zu meinem Augen-Make-up und rundet das Ganze nochmal irgendwie ab. Dann sind natürlich nochmal ganz kurz meine Haare dran, so kann ich die nämlich nicht lassen. Nein, 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 das geht nicht. Ich kämme sie nochmal durch mit meinem breiten Kamm. Kurz vorher hatte ich sie geglättet, wenn euch das interessiert. Dazu habe ich euch erst kürzlich ein Video abgedreht. Das verlinke ich euch sehr gerne unten in der Infobox. Meine Haarroutine quasi, wie ich meine Haare glätte, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und damit mein Outfit komplett ist, hier noch mein Schmuck. Der Ring und die Armkettchen sind von Pieper & Jean. Ich bin schwer begeistert, ich bin total verliebt. Ich finde diese Kombi so, so edel. Und hier ist noch meine Uhr, die habe ich mir zu Weihnachten von meinem Mann gewünscht. Die ist von Braille. Und hier noch das versprochene Outfit. Einfach mein Blazer, das Zara-Oberteil und meine Jeanshose. Ich muss ja jetzt zur Arbeit. So meine Lieben, das war meine Morgenroutine. Ganz schön viel Input für euch, so läuft es aber nun mal bei mir ab. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und jetzt schaut unbedingt noch bei meinen Mädels vorbei. Sie freuen sich mit Sicherheit über einen Besuch. Hinterlasst ihnen einen lieben Gruß von mir. Ich verlinke euch die Videos unten in der Infobox. Ganz viel Spaß jetzt noch beim Zuschauen. Alles, alles Liebe und hoffentlich bis zum nächsten Video.